Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars Desktop Edition. Ja, eine Folge nehme ich jetzt heute noch auf im Voraus und wir haben ein Ziel abgeschlossen. So, ich habe noch ein paar Rennen simuliert im Off, ihr seht es am Geld und wir haben immer noch relativ viel zurückzulegen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte dieser Quest abgeschlossen. Lass uns mal kurz gucken, was wir für Futter am Markt haben. Da ist gerade nichts. Volcanic Party. Ja, wohl auch ein mega Name für dieses Pferd. Passt perfekt wegen der Farbe. Aber wir haben was anderes abgeschlossen, nämlich die Siegesserie. Ich möchte vor unserem nächsten internationalen Rennen noch ein paar Rennen gewinnen. Haben wir geschafft. Noch ein paar Siege, die wir erzielt haben. Nein, noch ein paar Siege, die wir erzielt haben. Breaker Bay, wir kommen. Siegessicher, ja, läuft ja auch. Sprinterqualitäten haben wir hier. Züchte oder kaufe ein Pferd mit anfänglicher Geschwindigkeitsstatistik von 52 oder höher. Verkaufe ein Pferd mit Geschwindigkeitsstatistik von 65 oder höher. Okay, können wir ja gerne mal gucken. Wir treffen jetzt erstmal unser neues Fohlen. Vielleicht haben wir ja da direkt Glück mit. Wissen wir ja noch nicht. Aber es sind alle Boxen besetzt. Das heißt, heute... Nein. Vikas Victory wird uns verlassen, weil wir jetzt ein Pferd haben, was ziemlich genauso aussieht wie sie. Nicht hundertprozentig, aber ziemlich genauso. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob ich die Sachen von ihr runternehmen muss. Aber bevor ich jetzt die Sachen womöglich dann verkaufe, mache ich es dann mal lieber. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit mit ihr. Aber wisst ihr was? Die darf jetzt auf die Wiese. Die muss gar keine Rennen mehr gehen. Die darf es sich jetzt gemütlich machen. Und damit dürften wir das auch schon abgeschlossen haben. Genau. Und jetzt kommt es noch mit dem Züchten. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir für ein Fohlen rausbekommen haben aus unseren beiden neuen Champions. Oho. Interessante Farbe. Es ist auch ein Rabicano. Mit einem sehr interessanten Braun. Ein Stutfohlen. Bin mal gespannt, wie sie aussieht, wenn sie erwachsen ist. River Sequel. Finde ich einen coolen Namen. Finde ich einen sehr, sehr coolen Namen. Und oh, eine sehr, sehr hübsche noch dazu. Eine sehr, sehr hübsche noch dazu. Muss ich wirklich so sagen. Gefällt mir unheimlich gut, die kleine Maus. Ist leider von den Werten her nicht so gut, aber in ein paar Rennen können wir die definitiv auch mal mitnehmen. Damit hätten wir jetzt das nächste abgeschlossen. Pikachu? Ich hatte einen Anruf von einem Kunden, der scharf auf ein Pferd mit guter Fliegerabstammung ist. Gute Fliegerabstammung, tja. Noch ein zufriedener Käufer. Unser Zuchtgeschäft macht deutliche Sprünge. Ja, das ist doch fein. Goldenes Getreide, wir bräuchten mal Bronzefutter. Oh, Bronzefutter. Oh, was ist denn da für ein hübsches Pferd? Snowball Shift. Oh mein Gott, ist der schön. So einen. Über so einen würde ich mich auch mal freuen. Ich wurde ja immer wieder gefragt über ein Bugskin. Über ein Bugskin würde ich mich mega freuen. Horseflash, auch ein cooler Name. Also Bugskin wäre definitiv ein Pferd, wo ich Freudensprünge machen würde. Wenn wir da einen bekommen würden, das kann ich euch definitiv sagen. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir trainieren können? Ja, wir können hier Spooky Silver noch trainieren. Und zwar in Geschwindigkeit jetzt schon auf Silber. Aha. 84 hat er da jetzt. Und wie sieht's aus bei unserem Stütchen? Was können wir da noch trainieren? Jetzt schon wieder gar nichts mehr. Jedenfalls nicht kostengünstig. Wie sieht's denn aus bei... Ja, die können wir gerade gar nicht trainieren. Animated Display würde ich auch ganz gern mal trainieren. Geht aber auch gerade überhaupt nichts. Das ist doof. Dann lass uns doch mal eine Anpassung für Animated Display finden. Für sie haben wir noch nichts und ich würde ihr ganz gern was verpassen. Ja, die Frage ist nur was. Was passt zu einem solchen Pferd? Das schon mal nicht. Schwierig, finde ich, von der Farbe her. Ah, vielleicht der helle Sattel? Hm, nein, die Decke definitiv nicht. Die Decke, die würde auch gut zu ihr passen, finde ich. Ähm,
Ist natürlich auch teuer, die hätten wir dann doppelt. Guck mal, das sieht süß aus auf ihr, oder? Oder findet ihr es ohne? Nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das bei ihr, glaube ich, sogar mit dem Mützchen süßer. Das sieht doch gar nicht schlecht aus auf ihr, oder? Das ist das komplette heiße Kiste-Set für 75.000. Oh mein Gott. Aber sie ist eine heiße Kiste, ganz ehrlich. Sie ist richtig heiß. Wollen wir mal ganz kurz noch gucken, was hier für neue, was für Hengste gerade drin sind? Pferd züchten. Wir haben nämlich neue Hengste drin. Telltale Lawsuit. Was ein Name. Oh, der ist hübsch. Ich mag ja die Füchse. Sie war aus dem Fuchs rausgefallen, ne? Nein, gar nicht. Wer denn noch gleich? Oder? Wen hatte ich denn aus dem Fuchs gezogen? Oder ist das Pferd schon weg, was ich aus dem Fuchs gezogen hatte? Da sind die beiden drin. Animated Display. Nee. Auch interessant, ne, was hier für Farben drin sind und dann sie hier. Ja, Curiosity's Creature. Da ist der Name Programm, definitiv. Da oben Sparkle Spirit. Hat sie im Da wäre zumindest ein Fuchs drin, beziehungsweise ein Schabrackenscheck, wenn ich das richtig sehe. Könnten wir ja doch eigentlich mal züchten, oder? Seht ihr dann zwar auch leider wieder erst in der nächsten Folge. Es tut mir sehr leid, es tut mir sehr leid. Ja, ich wollte auf jeden Fall heute ja nochmal selber ein Rennen reiten. Das hier können wir noch freischalten. Das hier wäre das nächste Rivalenrennen. Aber ich würde sagen, wir schicken jetzt erstmal hier unser Display auf die Strecke. Wo ist sie denn? Da ist sie, Animated Display. Sie mag den Boden nicht. Na sowas aber auch. Wir setzen trotzdem auf Sieg. Also wir machen ein animiertes Rennen. Ein simuliertes Rennen. Sind ja nur 800 Meter. Und dann könnten wir doch eigentlich mal gucken, wie weit wir sind mit dem Rivalenrennen, oder? Ich weiß es noch nicht, ob wir das schon reiten, weil ich gerade nicht weiß, wie das so von den Werten her ist. Aber Painted Rose könnte dafür eventuell vielleicht schon bereit sein. So. Jetzt bin ich doch mal gespannt, wie unsere Gegner aussehen. Guck mal, wie schick sie ist. Ah, und sie kann es kaum erwarten. Sie will los. Sie will rennen. Sie ist eine echt, echt schicke. Boah, der Start war nicht schlecht. Guck mal, wie süß sie aussieht mit der rosa Nase. Oh, sie ist so wunderschön. Ganz ehrlich, sie wird definitiv lange bei uns bleiben. Und ich werde versuchen, genauso ein Fohlen wieder zu ziehen, dann für Stufe 6. Sie ist wunderhübsch. Wunderhübsch. Und es sieht so süß aus mit dem Mützchen. Ganz ehrlich, ich bin totally in love. Ich finde sie wunderschön. Ganz, ganz, ganz goldig, oder? Was sagt ihr zu ihr? Ah, sie ist voll niedlich. Sie ist voll niedlich. Das sind, seht ihr, das sind so Momente, wo ich sage, okay, auf so ein Pferd hätte ich jetzt gar nicht unbedingt hingezüchtet, aber ich finde sie richtig awesome. So, jetzt muss sie richtig ranklotzen. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen wird. Sie wird hier ziemlich abgezogen werden. Ui! Oha! Was ist denn das gewesen? Es ist der zweite Platz gewesen. Aber alter Schwede, hat die nochmal krass angezogen. Alter Schwede! Die hat ja nochmal richtig krass angezogen hier. Uhuhu. Ja, die Wette ist zwar nichts geworden. Oh, wir haben Futter gewonnen. Aber Alter, was ein krasses Rennen. Was ein krasses Rennen. Und das meine ich, das finde ich halt so super spannend, wenn wir hier so zugucken bei den Rennen.
Das ist das Schöne beim Zugucken. So, hier haben wir immer noch nichts, wie wir sie trainieren können. Uns fehlt überall das dämliche Futter. Ich kaufe das jetzt hier einfach einmal überall, das Dings. So, dass wir hier mal weitermachen können. Hufeisen haben wir auch nicht mehr, dolle Wolle. Jetzt braucht sie überall Hufeisen, ich glaub's ja nicht. Aber wie genial sie einfach nur aussieht. Wie wunderschön sie ist. Und wie toll sie das gemacht hat. Wir haben ein tägliches Ziel abgeschlossen. Guckt mal, Distanzlerner, 15% Bonus-EP, erziele in Three Oaks den dritten Platz oder besser. Was ist nochmal Distanzlerner? Das war bei längere Distanzen, ne? Renndistanz 2000 Meter oder länger für Hengste. Okay, gut. Verkaufe ein Pferd mit folgender Position hinten. Okay, ja, hinten haben wir keins mehr. Ich habe auch gerade keins zum Verkaufen. Hufeisen! Oh! Ich rieche Training für Display. Wie wollen wir sie eigentlich nennen? Wir brauchen einen Spitznamen für sie. Wollen wir sie Dizzy nennen? Dizzy? Annie! Annie wäre voll süß, oder? Oh, Annie wäre voll niedlich. Ja, Annie ist gut. Annie ist super. So, was, wir haben noch was? Hier, kaufe 7 beliebige Objekte auf dem Markt. Endspurt Gold, plus 15% maximale Geschwindigkeit beim Sprinten. Nice. Hinten Positionspräferenz. Was hat Painted Rose? Vorne. Vorne hatte ich ja eingestellt, natürlich. Ich habe sie auch selber erstellt. Lass uns mal ganz kurz gucken, wie es hier aussieht mit dem Rivalenrennen. Zehn oder höher. Guck mal, sie ist gekappt. Sie ist gekappt. Das wird, denke ich, sehr, sehr spannend. Das machen wir dann aber doch nicht mehr heute. Damit wisst ihr aber schon, was unser Inhalt ist für morgen. Denn wir werden ein Fohlen abholen und wir werden das Rivalenrennen bestreiten. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut und bis dahin. Tschüss!